Ist das Mikro an? Was gibt's eigentlich Besseres? Eine ordentliche Dosis Koffein reingescheppert, geiles Sportoutfit an und dann ab ins Gym. Genau, gar nicht. Deswegen nehme ich mit euch heute gemeinsam die neue OAS-Kollektion unter die Lupe. Wir schauen, was ist geil, was ist nicht so geil. Aber Leute, es gibt einfach so viele neue Pieces. Wir haben alleine 4 verschiedene BH-Oberteile. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Wir gehen gleich alles gemeinsam an. Und jetzt, let's start! Für den Anfang habe ich mich natürlich direkt in ein schickes Outfit geschmissen und wir starten hier mit diesem Braun. Die ganze Kollektion kommt in 4 Farben, also alle Teile, die ich euch zeige, kommen in 4 Farben. Das ist einmal schwarz, Klassiker, muss immer in jeder Kollektion dabei sein. Dann dieses Braun, was ich gerade auch schon trage. Grau, danach fragen auch immer sehr, sehr viele. Altrosa, so ein dunkler Altrosaton, aber wir starten erstmal mit dem Half-Zip-Hoodie. Den das erste Mal gesehen habe, so in so ein paar Sneak Peeks, dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob das mein Teil ist, aber absolut wild. Wir starten erstmal mit den Ärmeln. Die laufen nämlich unten so eng zusammen und ich liebe so eng zusammenlaufende Ärmel, wenn der Rest Oversize ist, weil ich trage gerne Oversize, aber wenn es hier unten einfach so eng zusammenläuft, dann finde ich, weiß ich nicht, dann sieht das Handgelenk immer so schön aus. Bisschen cringe, aber okay. Hat erstmal einen sehr, sehr geilen, weichen Stoff, hat von innen diesen Teddy-Stoff, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weich von innen. Hat hier so eine Känguru-Tasche. Ja, Kängurus sind ja die, die Taschen. Also ja, hat hier so einen Känguru-Taschen-Look, genau. Und wie ihr seht, geht der hier unten sehr weit auseinander. Und aus diesem Grund dachte ich mir auch so, okay, weiß ich nicht, ob das unbedingt mein Piece ist. Aber Leute, es gibt einfach Bändel, womit ihr den also croppen könnt. Oder halt eben einfach eng zusammen machen könnt. Wobei ich den weiten Look, als ich das gerade angezogen habe, auch sehr, sehr geil fand. Kann man halt auch so tragen. Auch richtig, richtig schön. Also Half-Zip-Hoodie, meiner Meinung nach sehr gelungen. Nicht sehr geil, kriegt auf jeden Fall ein Go von mir. Weiter geht's natürlich mit dem Keypiece. Darauf habe ich mich ehrlich gesagt am meisten gefreut. Wir haben nämlich erstmalig bei OAS einfach eine Scrunch-Leggings. Und was für ein Scrunch, ich zeig's euch. Also ich glaube, perfekter geht's gar nicht. Also wirklich, ich habe so viele Scrunch-Shorts, Scrunch-Leggings schon angehabt. Aber dieser Scrunch ist wirklich richtig geil. Also starten wir mal. Ich senke mal die Kamera ein bisschen. Also der ist wirklich richtig, richtig nice. Ja, macht eine richtig schöne Figur. Die Farbe, finde ich, ist auch sehr, sehr schmeichelnd. Ja, ich weiß gar nicht, ob man mich gut sieht. Aber ja, das ist die erste Leggings. Ich habe den Scrunch jetzt mal in der Nahaufnahme, damit ihr versteht, was ich meine. Der ist wirklich richtig fein einfach und so ganz klein. Ich dachte erst, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, weil ich das anders von anderen Shorts kenne. Ich zeige euch mal, wie das bei Shorts ist, die ich eben nicht so gut finde. Sieht das Ganze nämlich so aus. Erstens eine viel breitere Linie und ich zeige euch jetzt auch mal den Unterschied. Das hier ist jetzt irgendein No-Name-Modell. Ihr seht, der Scrunch liegt einfach auf und ja, ist okay, aber ist jetzt nicht das Nonplusultra. Ich habe jetzt extra mal eine der helleren Farben angezogen, dann könnt ihr genau sehen, was ich einfach meine. Also ihr habt ja gerade den Scrunch gesehen und hier, dadurch, dass der halt so fein und klein und weiß ich nicht ist, zieht er sich halt einfach richtig gut rein und es sieht halt immer meiner Meinung nach viel, viel, viel besser aus. Wir hatten nicht so viel Variation bei OAS, aber mit diesem BH ist einfach alles gegeben, ja. Wir haben hier einfach einen richtig schönen, was weiß ich denn, Alter, es sieht einfach geisteskrank geil aus. Wir können es hier einschnüren. Ich habe es nämlich von angezogen und der war da so ein bisschen locker und ich dachte so, okay, ein bisschen zu locker. Aber wir können es ja enger schnüren, was halt richtig geil ist und dann liegt es einfach perfekt an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so meine Farbe ist oder ob die mich so ein bisschen blass macht, keine Ahnung, aber den Stil des Sport-BHs finde ich schon mal sehr, sehr geil. Passt das für die Gains oder? Hier haben wir natürlich auch nochmal den Half-Zip in der Farbe. Was meint ihr? Steht mir die Farbe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sieht so, so richtig wertig aus, finde ich. Man sieht so richtig aus wie so eine Mami, die so mit so einem Starbucks-Café und so einem fetten Jeep, das finde ich, ihre Kinder vom Kindergarten abholt, ja. Ich in 5 Jahren. Sieht geil aus, oder? Finde ich schon. Und hier natürlich auch wieder mit den, wie heißt das? Keine Ahnung, Bändeln, dass man es sippen kann, aber so gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass mir der Pulli so gefällt, wenn er so weit ist, aber finde ich auch. Finde ich schick, finde ich echt
finde ich schick. Ehrlich sein, auf die Farbe habe ich mich am allermeisten gefreut, weil ich habe eine graue Leggings auch von Oase und die habe ich so sehr geliebt, aber ich wollte unbedingt eine Leggings haben mit Scrunch. Und der Scrunch, haben wir ja schon rausgefunden, ist wirklich perfekt, aber leider ist die Farbe nicht so vorteilhaft für mich. Aber fangen wir erstmal mit dem BH an. Der BH, den finde ich wunderbar. Das ist auch mein Lieblingsmodell, würde ich sagen, aus der Kollektion. Also den mit den Schnüren am Rücken finde ich schon sehr, sehr geil, aber der hier ist einfach rückenfrei. Aber kommen wir mal zur Leggings. Ihr seht, Scrunch ist natürlich da und ist auch perfekt. Allerdings hatte ich die Leggings, also das ist das einzige Set, was ich gestern direkt, nachdem ich das Paket bekommen habe, anprobiert habe, weil ich mich halt so krass drauf gefreut habe. Und ich hatte das in unserem Küchenlicht an und der Ton der Farbe ist leider nicht sonderlich zellulite-freundlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall betont es einfach meiner Meinung nach die Zellulite viel, viel, viel mehr als anderen Farben. Und ja, ich weiß nicht. Das ist halt einfach so ein, bläulicher Weißton, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und halt nicht so ein Grau. Und ich glaube, dieses sehr, sehr kühle betont einfach so ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Und in unserem Gym haben wir ein sehr, sehr, sehr harsches Licht und ich muss echt sagen, deswegen echt für mich leider mein Flop-Produkt, weil ich es einfach, ich habe da jetzt nicht so krass Probleme mit meiner Zellulite, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt noch betont werden, ja. Und die Leggings ist auch nicht blickdicht. Also ich glaube, bei der Farbe ist es allgemein ein bisschen schwierig, also bei sehr hellen Farben ist es allgemein schwierig, glaube ich, eine krasse Blickdichtigkeit reinzubekommen, aber man, ja, man sieht schon durch, also die Farbe wäre mir leider durchgefallen. Bei schwarzen Leggings kann es auch immer so ein bisschen an der Blickdichtigkeit scheitern, aber habe ich gerade getestet, also die ist wirklich blickdicht. Also man sieht nichts durch. Wirklich sehr, sehr gut. Kriegt von mir auf jeden Fall ein Go. Also wenn ihr eine schwarze Leggings wollt, holt euch die. Scrunch ist perfekt. Die sitzt richtig gut eng. Ja, perfekt. Und das hier ist natürlich noch eins der Sport-BH-Modelle. Finde ich sehr basic, finde ich ganz cute, Rücken ist schön. Wir haben so ähnliche auch schon bei Oase, also für mich jetzt nichts super Spannendes, aber hat auf jeden Fall einen guten Halt. Ich muss mal kurz bewerten, also die hier, falls ihr guten Halt braucht, durch die dünnen Träger eher nichts für euch. Dann haben wir noch den Klassiker Racer Bag, allerdings dieses Mal hier mit so einer Scrunch-Naht, finde ich auch ganz cute. Die sind auch für guten Halt auf jeden Fall da. Bei denen mit dem Dingens würde ich eher sagen. Also ich glaube, ihr könnt das auch selber einschätzen, falls ihr jemand seid, der Halt braucht. Ich glaube, das ist dann eher nichts für euch. Weiß es nicht, keine Ahnung. Also das hier vorne ist halt schon gut dick, aber ich kann es nicht einschätzen. Also ich glaube eher die anderen beiden Modelle. Also das hier und ja. Weil der hier ist, also der ist sehr, sehr eng und wird sehr gut. Ich glaube, mein Favorite ist echt das Dunkelbraun und das hier in den Oberteilen, in der Leggings leider nicht. Da ist echt Dunkelbraun, ist richtig geil. Also wenn ich mich für eine Farbe entscheiden müsste, in allen Teilen dann auf jeden Fall Dunkelbraun. Aber als Pulli ist ganz nice und den Sport-BH finde ich in der Farbe auch, also alle Sport-BHs finde ich in der Farbe auch nice. So, zwecks Anschauungszwecken, auch wenn das nicht so mein Favorite ist, ich mag einfach nicht so gerne diese klassischen Racer-Bags. Habe ich es aber trotzdem nochmal angezogen. Ich finde das Detail hier mit dem Scrunch ganz cute und passt natürlich auch sehr gut zur Kollektion. Die BHs haben alle Modelle haben herausnehmbare Cups. Kann man das sehen? Also alle herausnehmbar. Bei den Oberteilen habe ich bei keinem was auszusetzen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass der dunkelbraune ein bisschen kleiner ausgefallen ist. Also da würde ich eher eine Nummer hochsizen. Ansonsten trage ich in allen Teilen, also Oberteil, Unterteil, alles Größe S. Es ist meistens so, dass schwarze Teile generell im Textilbereich immer ein bisschen kleiner ausfallen. Das solltet ihr natürlich im Kopf haben. Das heißt, wenn ihr zwischen zwei Größen schwankt, auf jeden Fall die größere nehmen. Aber mein Favorite Outfit ist auf jeden Fall das Braune. Ich fühle mich darin einfach richtig, richtig wohl. Wie gesagt, der Scrunch ist richtig, richtig nice. Also die Leggings hat auf jeden Fall eine 10 von 10 Empfehlung von mir. Außer halt, ihr wisst, da, die helle Farbe ist für mich leider durchgefallen. Trotzdem alles in allem eine sehr, sehr gelungene Kollektion. Kommt am Sonntag um 20 Uhr raus. Ihr könnt wie immer maximal sparen mit Code Svenja. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch ein paar Impressions geben von der Kollektion. Konnte euch vielleicht ein bisschen bei der Entscheidung helfen, was ihr euch holen wollt. Falls ihr noch Fragen habt, dann gerne ab in die Kommentare damit. Ansonsten Abo dalassen, Like dalassen, Kuss dalassen und tschüss.